500 Years, da geht es um den Grönlandhai, weil der in dem Lebensraum, wo er lebt, einfach dieses biblische Alter fast erreichen kann. Er lebt meist in sehr kaltem Wasser und hat einen sehr langsamen Stoffwechsel und wird deshalb sehr alt. Also, und deswegen war uns klar, dass der Song sehr schleppend sein muss, sehr träge, aber im positiven Sinne. Wir haben, das ist auch der einzige Song auf der Platte, der noch einen ganzen Ton tiefer gestimmt ist als die anderen und dadurch sehr wuchtig und massiv und bedrohlich wird. Und wir haben versucht, mit den Sounds dann natürlich und mit den Streichern am Ende ja, so eine sehr bedrohliche Atmosphäre aufzubauen, sehr kühl. Dann gibt es auch so einen Sound, der so ein bisschen wie so ein Echolot klingt fast, also so eine tiefe Schwärze fast in dem Song. Und am Schluss gibt es dann so einen ja, sehr dynamisch, sehr harten Part, der das Ganze nochmal so ein bisschen aufbricht. Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der, obwohl es nicht der schnellste Song ist, aber mit der massivste auf dem Album.